Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen auf dem Test-Server. Ich habe letzte Folge zwar gesagt, dass ich als nächstes eine kleine Let's-Show machen will von der Stadt, habe mich aber dann doch dagegen entschieden, weil diese Test-Server relativ gut gerade laufen und ich würde das gerne nutzen, um nochmal so eine schöne Transport-Quest vielleicht diesmal wirklich auch abzuschließen. Und zwar mit meinem Lieblingsschiff, und zwar mit der Caterpillar. Da steht sie schon, ich habe sie schon mal gespawnt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Oh Gott, hat gerade rumgezuppelt. Ich habe gerade einen außerordentlich guten Server erwischt. Alle Türen gingen auf und es ruckelt fast gar nicht. Also hin und wieder mal so ein bisschen, nur kurz, aber das ist ja schon fast Luxus. So, und zwar, ich mache mal hier unten auf. Wir gucken es uns mal in dem Let's Show, wie gesagt, mal später ein bisschen genauer an. Das ist wirklich ein awesome großes Schiff. 115 Meter lang oder so. Also es ist wirklich sehr, sehr lang. Was natürlich auch an dieser langen Laderampe liegt. Und ich gehe mal hier rein. So. Ach ja, die gute Caterpillar. Von außen sieht sie halt relativ aus wie ein normales Schiff. Von innen, ich weiß nicht, wie es euch geht, von innen erinnert sie mich irgendwie an den rasenden Falken. Ne? Dadurch, dass alles so ein bisschen kaputt aussieht, so ein bisschen offen alles. Ne? Naja. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier keine Show machen, dafür ruckelt es mir auch zu sehr. Wir machen das in Ruhe mal im Hangar und gucken uns dort mal die Caterpillar in etwas ausführlicherem Umfang an. So, gehe jetzt mal hier auf die Brücke, wenn ich da hinkomme, ja. Ich muss halt unbedingt von diesem Port Olisar weg, weil hier ruckelt es einfach zu sehr. So. Flight ready, genau. Gut. Und die Außenansicht und heben einfach mal ab mit dem guten Schiff. Ach ja. Wunderbar, wunderbar. So, Landing Gear können wir einfahren und wir düsen einfach mal hier weg von Port Olisar. Dass wir ein bisschen wegkommen von dem ganzen Rumgeruckel. Außerdem, es macht generell Sinn, wenn ihr auf dem Testserver seid, haltet euch nicht zu lange hier auf bei Port Olisar. Ihr tut damit nämlich auch den anderen Spielern keinen Gefallen. Wenn ihr da ein Schiff spawnt, da ruckelt's. Wenn ihr da rumlauft, da ruckelt's. Also jeder Spieler klaut den anderen immer so ein bisschen FPS. Ne? Also einfach schnell weg von Port Olisar. Das wäre sehr, sehr nett von euch gegenüber den anderen. Und umgekehrt natürlich auch. So, jetzt will ich erstmal gucken, ob wir denn überhaupt eine schöne Quest haben. Eine Delivery-Quest am besten. Delivery, hier. A shipment of mineral samples has been scheduled for delivery by Tremont Myers Mining. The order will need to be picked up from their facility on Daymar and delivered to Shipping Mine Facility SCD-1. Okay, das heißt, ich akzeptiere das mal. Wir müssen also nach Daymar. Das ist direkt da hinten. Und ich schmeiße erstmal die Kassette rein. Und dann düsen wir mal nach Daymar. Der ist, wie gesagt, das ist ja nicht weit, ne? Aber wir machen es trotzdem mal. So, und dann würde ich sagen, noch kurz hier auswählen, wo wir jetzt genau hin müssen, Daymar, genau. So, zack, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, meins. Upsala, wollte ich gar nicht. Yeah. So, da sind wir auch schon auf Daymar oder bei Daymar und wir müssen darunter. 380 Kilometer, da wird sicherlich auch kein Jump-Punkt uns irgendwie helfen können. Und noch ist dort Tageslicht, das ist sehr gut. Wollen wir mal kurz gucken, was das hier ist. 680, ja, das bringt uns eigentlich nicht allzu viel. Ne, da können wir auch so hinfliegen. Ich düste mal ganz normal hin. Hören ein bisschen Radio nebenbei. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ist es zu leise, ist es zu laut? Ich habe es jetzt nicht ganz so laut gemacht, weil sonst beißt es sich mit meinem Gequatsche. Ist auch blöd. Das soll ja nur so ein bisschen als Begleitung da sein. Die
Caterpillar hat irgendwie außergewöhnlich wenig Treibstoff, habe ich so das Gefühl. Ich bin jetzt noch kaum geflogen, habe schon 15% verballert. So, schneller, Mann. Noch ein bisschen schneller werden, ruhig. Bringt ja nichts, wenn wir hier Ewigkeiten brauchen. Da, 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 da. Gucken, wie schnell die Caterpillar überhaupt kann. Ich weiß es gar nicht. 892, naja. Das ist jetzt nicht besonders schnell, aber ist ganz okay eigentlich. Können wir uns ein bisschen. Ach, Ruckel. Können wir uns ein bisschen die Caterpillar von außen angucken, wenn es sich so ruckeln würde? Jetzt geht's. Ist schon ein geiles Schiff, oder? Ist schon awesome cool. Oh, da flackert irgendwas Lustiges. Ein bisschen Rauch kommt da raus. Okay. Dieses Ding hier übrigens, das ist die Brücke. Ach, komm, Server, nur ist gut. So, also das ist die Brücke, ne, wo ich auch drin sitze. Und das ist nochmal ein eigenes Raumschiff. Das kann also abdocken von der Caterpillar und kann alleine rumfliegen. Ich weiß es nicht, wie gut es das kann, aber es kann es auf jeden Fall. Hat auch hinten die Triebwerke dran. Ne, seht ihr, zwei Stück. So. Sieht halt so ein bisschen industriell aus, ne, das Schiff. Also nicht so schickimicki-mäßig, sondern eher so praktisch. Und so soll es auch sein. Also das ist, in dem Spiel gibt es halt verschiedene Schiffshersteller. Das ist hier halt Drake, da vorne steht's dran. Das heißt, der Hersteller Drake hat dieses Schiff quasi designt, so halt die Lore vom Spiel, ne. Und jeder Hersteller hat halt so seine Besonderheiten. Da gibt's halt die Luxusmacher, ja, die bauen halt so richtig tolle Schiffe. Die sind total unpraktisch und teuer und so, aber die sehen halt wahnsinnig gut aus. Und dann gibt's halt solche Leute wie die hier von Drake, die halt ein Schiff bauen, was relativ günstig ist und was auch total auf praktische Anwendungen ausgelegt ist. Ne, deswegen eben auch innen drin keine Verkleidung, da hat man da was gespart, hier was gespart. Und ich finde es aber eigentlich ganz cool so. Weil, was bringt mir ein Schickimicki-Raumschiff? Bringt mir gar nichts. Wenn ich Fracht transportieren muss und da irgendwelche Kisten hinher schleppe, dann mache ich mir da bloß die Verkleidung kaputt. Wenn ich da dran krache mit einem dicken Paket. So, noch 230 Kilometer. Mal kurz husten, Moment. So. Ach, ich gehe ein bisschen in die Außenansicht, ist aber schöner, ne? So ein bisschen rumfliegen in der Außenansicht, ist aber cool. Da, 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 da. Und hier ist nochmal dieses kleine Fensterchen da, ne? Das ist kein Cockpit, sondern das Schiff hat irgendwie Traktorstrahlen. Links und rechts. Und da kann man quasi diese Laderampen, die vorne sind, ich zeige euch das nochmal im Let's Show ganz in Ruhe, aber die kann man halt alle aufmachen, ne? Diese vier, 1, 2, 3, 4, genau. Diese vier Seiten und vorne auch. Und dann könnte man halt was mit dem Traktorstrahl direkt reinfrachten, muss es gar nicht anfassen. Das ist ganz cool. Mir fällt gerade ein, wir waren noch nie auf Deimos, oder? Also hier auf dem Mond. Das ist auch nur ein Mond, ne? Das ist kein Planet. Der hat eine Atmosphäre und da werden wir gleich eindringen. Das wird sehr, sehr cool aussehen. Ah, ein bisschen dauert's noch. Bleibt man in der Außenansicht. Sieht fast aus wie in so einem Film, ne? Einfach nur awesome. Ach, ich liebe es. I love it. Und mal gucken, wann hier die Atmosphäre dann zuschlägt. Ein bisschen wird es noch dauern. Naja, wir haben ja Zeit. Das ist das Wichtigste überhaupt, Freunde. Ich kann es nicht oft genug sagen. Was ihr am meisten mitbringen müsst bei einem Spiel wie diesem, ist einfach Zeit. Ne? Das ist kein Wasch-Wasch, Schnell-Schnell-Spiel. Hier sitzt man durchaus mal an einer Quest eine Stunde. Das ist normal. Aber dafür ist ja eben auch dann der Reward höher. Ne? Wir können mal kurz einen Vergleich zu WoW ziehen. In WoW machst du irgendwie, also gehst du im Dorf rein. Ne? Nimmst du einfach die Quest an, liest gar nicht durch, was du machen sollst. Nimmst einfach diese 10 Quests an, die da sind. Und dann prügelst du die. Oh, jetzt leckt's. Ach, komm, Spiel. Lass mich jetzt nicht hängen. Okay, dann prügelst du diese 10 Quests durch mit Ach und Krach und fast schon absurd schnell.
Dann hast du überhaupt nicht verstanden, worum es eigentlich geht, hast nur irgendwie, das sind auch langweilige Quests, ne? Töte 10 davon, loote 5 dies und bla bla. Da hat man auch keine Lust, da irgendwie Zeit reinzustecken in solche Quests. Aber bei Star Citizens, ich hoffe, dass sie diesen Weg weitergehen und das nicht ändern, hast du halt ganz andere Quest-Systeme, die wesentlich cooler sind und die eben auch einfach mehr Zeit brauchen. Dann hast du halt nicht 10 Quests, die du in 10 Minuten machst, sondern hast du eine Quest, die du halt eine Stunde lang machst und dafür auch entsprechend höheren Reward bekommst. Und dann spielt man das ja auch viel, viel lieber, ne? Also finde ich jedenfalls. Das kann ja jeder anders sehen, aber ich mag das mehr, wenn man einfach ein bisschen mehr Zeit in ein Spiel stecken kann. Weil wenn ich nur ein schnelles Spiel spielen will, dann, weiß ich nicht, gehe ich in den App Store und lade mir irgendwie My Free Farm runter. Da gehe ich rein und habe jeden Tag 5 Minuten lang was zu tun oder so. Irgendwie Angst, das ist gleich. Werden wir jetzt hier entschleunigen, schon mal. Weil wir werden nämlich gleich in die Atmosphäre eintreten. Quasi jeden Moment. Jetzt. So, jetzt kommt's nämlich. Da ist es. Guckt's euch an. Nein! Warum? Warum? Blöder Testserver. Aber ihr seht, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Ja. Ach, Mann. Ja, mein Radio kann ich auch mal ausmachen hier, warte. Ach, schöne Musik, ne? Ja, schade. Tja, naja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde einfach nochmal reingehen und das einfach nochmal probieren, ne? Halt ein bisschen doof, wenn das im Let's Play passiert, aber ich kann es halt auch nicht ändern. Connection to the server was lost unexpectedly. If the problem persists, please check the internet connection. Ja, ja, klar. Es liegt natürlich an meinem Internet. Na komm, wir gehen nochmal rein. Dabei lief der Server echt gut. Ich bin ohne Ruckeln aus dem Bett ausgestiegen. Ich bin ohne Ruckeln aus meinem Kabuff raus. Die Türen gingen alle auf. Das Schiffsspawn war kein Problem. Es lief total supi. Und dann auf einmal, bam. Hat auch schon vorher so ein bisschen rumgeleckt, ne, am Stück. Hat echt schade. Aber ich gehe davon aus, also sie haben jetzt schon 2, 3 Patches draufgespielt oder Hotfixes gebracht, dass es sich im Laufe der nächsten Tage nochmal erheblich verbessert. Egal. Ich versuche es jetzt einfach nochmal. Ihr habt ja auch Zeit. Und insofern ist es ja nicht so schlimm. Da, 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 da. Ist ja auch immer so ein bisschen Glück, was man für einen Server erwischt. Ich habe auch oben rumprobiert mit Best, weil es halt immer die Frage, wenn du halt angibst Best, was ist denn Best? Ja? Ist Best der nächste, also quasi ein EU-Server, oder ist es der beste Server, der gerade am flüssigsten läuft? Dann kommen dort alle drauf, dann läuft er wieder nicht mehr flüssig. Deswegen habe ich erstmal eingestellt EU. Das lief es eigentlich vorhin auch schon ganz gut beim kurzen Testen mal, aber naja. Dumm, 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 dumm. Dum, 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 dum. Ein schwarzer Bildschirm ist immer wieder wunderschön. Ich würde ihn ja rausschneiden, aber ich weiß gar nicht wie. Ihr sollt es ja auch irgendwie, ne? Ein bisschen mitbekommen. Wir können ja mal kurz Kommentare vorlesen. Vielleicht schaffen wir alle eins. Ich habe mir das Spiel auch gekauft und besitze sogar 2 Raumschiffe. Allerdings war ich beim ersten Mal einloggen komplett überfordert und habe sogar das Flugtutorial verkackt. Es gibt ein Flugtutorial? Wusste ich gar nicht. Vielleicht lerne ich ja in deinem LP und LS noch was dazu und kann es gescheit spielen. Ja, das werden wir sehen. Flugtutorial? Gibt's echt ein Flugtutorial? Ich weiß gar nicht, gibt's ein Flugtutorial? Hm. Das Fliegen finde ich gar nicht so, so problematisch. Tatsächlich. Aber man, also ich finde, die Lernkurve ist jetzt nicht allzu hoch, aktuell. Also ich finde, es geht, man kommt echt gut rein ins Spiel. Wieso habe ich jetzt hier wieder diese Maus? Das ist kein gutes Zeichen. Ich fürchte, wir werden die Folge gleich abbrechen müssen. Wahrscheinlich sind die Server gerade jetzt down gegangen. Das wäre natürlich sehr, sehr ungünstig. Aber in dem Fall würde ich dann doch einen Cut machen, dass sie hier nicht mit mir vom schwarzen Bildschirm rumhängt. Warten noch ganz kurz ab, noch ein halbes Minütchen. Und wenn sich dann nichts getan hat, dann mache ich einen Cut und hänge den zweiten Teil der Folge einfach später noch hinten dran, in der Hoffnung, dass dann die Server besser laufen, ne? Das ist halt das Problem, ich setze mich hin und nehme auf und hoffe einfach, dass es funktioniert, weil ich kann es ja vorher nicht wissen, ja?
Ja, na gut, ich würde sagen, die Server sind offenbar down. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Bitte um Entschuldigung und ja, wir machen dann einfach, also ich hänge dann gleich noch den zweiten Teil der Folge dran. Wir haben es gerade mal eine Viertelstunde, also eine halbe machen wir auf jeden Fall voll. In der Hoffnung, dass die Server dann nachher in einer Stunde oder so wieder gehen. Ich versuch's einfach, wir bleiben dran und ich würde sagen, bis gleich. Tschüss. So, Freunde, willkommen zurück. Ich bin jetzt immer noch auf dem Testserver, allerdings ist im Hangar, weil das Test, also das normale Universum geht absolut gar nicht mehr gerade. Egal. Ich würde jetzt in zweiten Teil der Folge einfach so verbringen, dass wir uns nochmal die Caterpillar ein bisschen genauer angucken. Da wir die ja gerade geflogen haben. Und da machen wir jetzt quasi als zweiten Teil dieser Folge ein kleines Let's Show. Die Caterpillar ist Size 5, das heißt. Size 3. Muss mal kurz gucken, wo ich es hier spawnen darf. Hier geht's nirgendwo. Bum, 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 bum. 4. Oder ist es ein Viererschiff? Nee, Constellation können wir uns hier angucken. Machen wir auch nochmal ein andermal allerdings. Geht denn hier Size 5? Size 3? 1 bis 2. Dann müsste es ja irgendwie hier mittig sein, oder? Oder ich kann es hier gar nicht. Ah doch, ich muss es aber hier irgendwie spawnen können. Doch, doch, gehen tut das. Warte mal, ich muss mal kurz ein bisschen gucken, wo wir das machen können. Ah, Size 5 bis 6, alles klar. So, dann nehmen wir jetzt die Caterpillar, die normale. Es gibt noch die Pirate Edition. Die unterscheiden sich aber nur optisch ein kleines bisschen. Die Pirate Edition ist ein bisschen düsterer, ein bisschen mehr Rot noch drin und hat ein Piratensymbol auf dem Flügel. So, wir laufen einmal ums Schiff drumherum, würde ich sagen, um einfach mal ein Gefühl für die Größe des Schiffs zu bekommen. Warte mal, ich gehe mal ganz nach vorne. So, das ist hier ist die Front, ne? Und, da sieht man einfach mal, wie gigantisch dieses Schiff ist. Und das ist noch bei weitem nicht das größte. Das hat hier eine Länge von 100, wie gesagt, 110 bis 115 Meter. Das längste Schiff hat eine Länge von 1000 Meter, glaube ich. Ist aber noch nicht fertig. Also das ist wirklich schon unglaublich. Und eben, alles sehr, sehr texturiert, alles sehr, sehr schön hervorgehoben. Da wird auch nichts unscharf, wenn ich irgendwo rangehe, ne? Das sieht alles total nice aus. Wenn ich unterm Schiff mal so ein bisschen rumkraxle. Selbst die Füße hier sehen sehr, sehr gut aus. Wenn ich ja an Space Engineers denke, was die da für Landefüße haben, dann hast du hier dann so einen geilen Fuß. So, hier die Triebwerke. Die sind wohl auch so schwenkbar wie bei der Freelancer. Das heißt, die können sich drehen so ein bisschen. Und hier Detailverliebtheit. Da ist ein Gitter, ja. Und hinter dem Gitter sind noch irgendwelche Rohre, die man da sehen kann. Man kann eben wirklich sich hier alles im Detail genau angucken. Ist einfach wunderbar. Wie so ein Modellflugzeug, was man sich zu Hause hinstellt, quasi, ne? Und hier werden dann die Landefüße reingefahren in diese Öffnungen. Die schließen sich dann auch. Die Triebwerke hier, die haben was von so einem Podracer. Wie der von Anakin zum Beispiel, ne? So ein bisschen, so ein bisschen offen. Ne? Eben nicht so schön verkleidet. Bei anderen Schiffen ist es halt richtig gut verkleidet. Und hier ist es halt so ein bisschen, ja, industriell und praktisch gehalten. Ne? Weil so eine Verkleidung, die wiegt ja auch wieder was. Und deswegen haben quasi die Firma hier sich so gedacht, ja, lass mal weg, brauchen wir ja nicht unbedingt, ne? So. Hier ist jetzt die Brücke. Was eben, wie ich vorhin schon sagte, ein eigenes Schiff nochmal ist. Das heißt, wir können hier, weiß nicht, ob man das gut sehen kann, hier ist es irgendwie so festgemacht. Wir können das hier quasi abdocken und können alleine nur mit der Brücke fliegen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein ins Schiff, weil das Innenleben ist halt auch, wir sind davor nur kurz durchgelaufen, halt mega awesome. Hier ist übrigens noch der Turm. Also wir haben quasi unter dem Schiff den Turm. Da kann sich eben einer reinsetzen und da rumballern. So, dann gehen wir mal hier rein. So. Das ist übrigens ein bisschen gefährlich, das Ding. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr das Schiff selber fliegt. Weil, wenn ihr zum Beispiel eine Fracht habt in der Hand und ihr seid nicht wirklich ordentlich plan auf dem Boden, ihr kommt hier nicht hoch und springen geht dann auch nicht, weil wenn ihr eine Fracht in der Hand habt, dann müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr möglichst in eine
vernünftige Landefläche euch organisiert. Oder einen geraden Boden oder so, ne? So, dann drücke ich mal aufs Knöpfchen. Und wir fahren mal rein. Hey, wie schön das hier ausmodelliert ist. Ganz in kleinen Details. Ist einfach wunderbar. So, und hier sieht man jetzt eben im Schiff selber. Ist halt relativ spartanisch alles. Ne, also schon verkleidet, aber nicht so besonders aufwendig verkleidet, ne? Das hat halt alles so ein bisschen, ja, warte mal. Ich werde ganz kurz den Helm einmal absetzen, dann sehen wir nämlich ein bisschen mehr vom Schiff. Moment. Closing Armor Helm. Ausziehen, ausziehen. So. Hier sehen wir nämlich mehr, ne? Da ist nämlich der Rahmen vom Helm da. Und, ja, hier ist irgendwie ein Lüfter. Heat, hier ist eine Heizung quasi, kommt sogar Dampf raus. Sieht halt einfach richtig schön aus. Und egal, wo du hinguckst im Schiff, alles ist ausmodelliert. Du kannst hier unten reingucken, da schimmert was durch. Hier jetzt nicht. Das hat alles richtig, richtig nice gemacht. Einfach mal sich ein bisschen Zeit nimmt und sich das anguckt. Das sind halt keine billigen Rotztexturen, die man draufgeklebt hat, wie so ein JPEG, sondern es ist halt wirklich alles... Ich muss darauf rumreiten, es hat alles wirklich schön ausmodelliert. Jedes winzige Detail. So, hier ist... Achso, ist auch eine Heizung. Ah, okay, das Schadensmodell ist auch wieder an. Alles klar. Lasst euch davon jetzt nicht verwundern, ne? Wie gesagt, bei einigen Schiffen ist das Schadensmodell an. So, das hier, jetzt bin ich hier schon in den Raum reingegangen. Also das hier ist im Prinzip so der Fahrstuhlraum, ne? Also der ist wirklich nur so als Zwischenflur gedacht. Und von hier aus kommt man eben in alle Räume. So, jetzt bin ich hier schon rein. Da an der Tür stand dran, was es ist. Moment. Habitation Access, ne? Also hier ist sozusagen... Ja, unsere große Lobby, unser Wohnzimmer mehr oder weniger. Hier haben wir einen Tisch mit Displays, eine Bank, zwei Bänke sogar. Wir haben unsere Betten, vier Stück an der Zahl. Eins, zwei, vier Stück. Nee, warte mal, zwei Betten sind das, ne? Oder, ach nee, hier oben glaube ich auch noch, oder? Nee, doch nicht. Okay, dann haben wir hier zwei Betten. Wahrscheinlich kann man noch sich irgendwie trotzdem noch oben drauf legen. Ja, wahrscheinlich fährt es noch hinten noch hier oben runter oder so, ne? Weil da würde ich jetzt nicht reinkommen. Also das sind auf jeden Fall vier Betten normalerweise. Ich denke mal, die oberen sind einfach gerade deaktiviert. Und, ja, dann haben wir hier ein paar Konsolen. Hier haben wir einen Bildschirm, den wir irgendwann mal dann benutzen können. Hier kann man Emergency Supplies, also hier kann man eben sich ein Medipack sozusagen hinlegen, was man dann auch mitnehmen kann. Denke ich mal. Ich weiß nicht genau. Wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so in die Details gehen, weil ich wirklich nicht weiß, was davon dann irgendwann live kommt und was nicht. Und wie es live kommt. Guck mal, da oben, was ist das da? Kleines Lämpchen. Auch sehr süß. So, haben wir hier Rohre. Oh, das sind halt keine JPEGs. Das sind halt richtige dreidimensional modellierte Objekte, ne? Mega cool. So, dann haben wir hier noch eine kleine Kochstelle. Die brennt sogar, die eine, die ist aktiviert. Kann ich auch nicht ausschalten. Dann haben wir hier noch ein Waschbecken, da tropft sogar Wasser raus. So, ne? Das heißt, wir können uns hier was kochen, hier was essen, theoretisch. So. Und ja, ich gehe einfach mal jetzt gerade durchs Schiff durch. Und hier ist es... Aua, das ist aber laut. Also, wir haben hier vier Module, also fünf Module. Wobei, eines ist nicht modular. Fällt Haufen Kram runter, ey. Krass. So, und auf jeden Fall, hier kann ich jetzt eben aufmachen. Ich glaube, das geht. Genau, open. So, jetzt kann ich hier halt meine Fracht quasi reinladen. Die backen noch ein bisschen rum. Lasst euch davon nicht stören. Das, so ist es halt gedacht. Ich mach's nochmal kurz auf. Oder halt wieder zu. Ne, ihr wisst, wie es gemeint ist. Es geht eben auch mit der anderen Seite. Auch die kann man auf und zu machen. Und im Endeffekt kann ich so halt das gesamte Schiff quasi vorne öffnen und beladen. Also das gleiche haben wir hier nochmal. Na, das sind alles dieselben Module. Und die kann man eben auch austauschen. Also ich kann jetzt auch sagen, nö, Fracht will ich gar nicht haben. Ich will hier zum Beispiel ein Passagiermodul reinbauen. So ein Wohneinheiten oder ähnliches. Wo ich halt Menschen transportieren kann, die dann dafür Geld bezahlen. Auch das würde wahrscheinlich dann gehen. Haben sie, glaube ich, sogar angekündigt, dass das geht. So, noch ein Modul. Dann ist hier das vierte. Und dann kommt hier das letzte Modul. Und das ist dann, soweit ich weiß, ist das das nicht veränderbare. Weil wir sind jetzt hier in der Front. So. Und hier kann ich halt vorne die Schnauze aufmachen.
So. Und dann ist hier offen. Oder auch nicht. Wie gesagt, ne, backt ein bisschen rum. Sorry. Aber auf jeden Fall, das kann ich eben auch noch aufmachen und dann kann ich eben auch noch von vorne was beladen, beziehungsweise kann ich Menschen da vorne reinbringen oder ein Fahrzeug hier reinfahren, etc., etc. Das geht eben alles. Ja. Ah, es ist ein schönes Schiff. Die, eben hier auch alles so spartanisch verkleidet, so ein paar Folien hier drüber geklebt und so. Die Rohre liegen halt offen. Auch hier wieder kein JPEG, sondern einfach schön draufgesetzt, modelliert. Die stecken extrem viel Zeit in diese Schiffe und das finde ich gut. Die Schiffe kosten halt auch dann entsprechend einiges, aber man will ja auch was, man will ja auch coole Schiffe haben. Nicht irgendwelche dahingerotzten Schiffe. So, hier sind wir wieder hier im Wohnquartier. Und jetzt nehme ich mal, ja, Tür ist egal, welche wir nehmen. Wir haben jetzt nämlich hier noch einen anderen Gang. Hier ist es so ein kleines, so ein kleiner Zwischenraum. Auch wieder hier mit einem Display oder irgendwelchen Systemkontrollen und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht, was man davon später alles noch bedienen kann, aber ich denke mal schon so einiges. Noch hier wieder die Kabel oben an der Decke. Es hat wirklich was vom rasenden Falken innen drin. Oh, hier brennt's. Das hier sind irgendwelche, was ist das hier? Irgendwelche Engines. Also irgendwelche Triebwerkseinheiten, Steuereinheiten und so weiter und so fort. Und hier sind nochmal ein paar Displays. Use Engineer Station. So, aber da kann ich jetzt halt noch nichts machen, ne? Das kommt dann später. Hier könnte man dann eben einen NPC abstellen. Und der macht dann halt irgendwas, der reguliert irgendwas, keine Ahnung. Kann ich euch jetzt auch nicht sagen, ne? Aber so ist es halt dann gedacht. So, da gibt es eine Leiter. Ich hoffe, dass die jetzt funktioniert. Schauen wir mal. Hat funktioniert, wunderbar. So, und jetzt sind wir hier im zweiten Deck. Also, das Schiff hat zwei Decks. Das ist das zweite Deck. Auch hier wieder alles schön gemacht, wunderbar. Jedes Detail ist da, es ist alles da. Also, da fehlt nichts, da ist keiner mal schnell so, das Schiff muss fertig werden, da noch was draufkleben. Dann haben sie wirklich hier Zeit genommen. Sogar hier, mal hinter dem Rohr sind irgendwelche Sachen hintergeklebt. System may shut down. Ne? Und jede Textur ist eben auch wieder einzigartig irgendwo, weil sie sich einfach nicht aneinander geklebt haben. Gut, hier vielleicht schon, aber das ist auch okay. Bei solchen Sachen. So, okay. Dann können wir jetzt hier durchgehen oder... genau. Hier ist, glaube ich, noch ein Tisch. Den kann man eigentlich runterklappen. Glaube ich. Und dann haben wir hier nochmal eine Konsole. Oder... Bin mir nicht sicher. Naja, egal. Wir gehen mal hier weiter. Machen wir so einen Zwischengang hier. Hier ist irgendeine Batterie oder sowas. Juno Starwerk. Okay. Ja, ich weiß nicht genau, was das alles ist. Auf jeden Fall ist hier ein Stromzeichen drauf. Also wird es wohl eine Batterie sein oder sowas in der Art. Warning. So, dann können wir hier links und rechts rein. Ich gehe mal jetzt hier rechts lang. Wieder ein Zwischengang. Dann haben wir hier noch einen kleinen Zwischengang. Ach so, das ist das Ding. Okay, ja. Hier können wir also quasi, ne? Das ist so ein kleiner Nebenraum. Für, weiß ich nicht. Also hier sind halt so Festplatten reingesteckt. Also das scheint hier so der Computerraum sozusagen zu sein. Also hier wird der Bordcomputer drin sein. Wahrscheinlich. So. Kann sich sogar dran stoßen hier, glaube ich. Okay. So, und dann haben wir eben hier nochmal die Möglichkeit, hier waren wir ja schon im Let's Play. Ich gehe jetzt nochmal kurz hier lang, dass ihr es auch seht. Hier ist dieses Treppchen, wo ich reingegangen bin ins Cockpit und dann sind wir wieder unten bei den Engines. So, und jetzt gehen wir erstmal hier nach rechts. Und hier ist halt dieser kleine Turm. Und wahrscheinlich kann man hier den Traktorstrahl steuern. Und wenn jetzt dort offen ist, so eine Laderampe, ne? Dann kann ich jetzt hier das hier so rein buxieren in mein Schiff. Und dann das nächste und das nächste und das nächste. Wie genau das funktioniert, weiß ich noch nicht, weil das Feature noch nicht da ist, aber es wird kommen. Insofern sind wir mal gespannt. Das Schöne an der Sache ist halt, es macht es extrem praktisch. Ich weiß nämlich gar nicht, ob es viele Schiffe gibt, die sowas haben. So einfach zu beladen sind. Und auch wieder zu entladen sind. Das Brutzeln nervt irgendwie. Naja, so. Dann gehen wir, ja, erstmal... Ach nee, wir gehen erstmal hier durch, weil hier gibt es halt die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Warte mal.
Also hier ist nochmal eine Luke von oben. Also ich kann eben auch das Schiff von hier aus quasi schnell verlassen, weil die Brücke, die ist ja direkt hier, ne, da. Und dann kann ich halt schnell, wenn ich irgendwie raus muss, hier durch und dann durch die Luke raus. Das ist halt sehr, sehr angenehm. Da muss man nicht durchs halbe Schiff immer eiern. Und ich kann eben auch hier durch diese ganzen Laderampen, würde ich gerne wissen, was das hier ist, was hier so rumschwebt. Grafikgenerator? Naja, ich kann auf jeden Fall, das sind jetzt hier die ganzen, wo wir unten vorhin waren, diese Ladebereiche, kann ich eben auch oben, upsala. Ah, die Leitern. So, kann ich eben auch hier oben einfach lang gehen und wenn hier unten alles zugestellt ist, kein Problem, stört mich nicht, weil ich laufe einfach oben lang. Kann ich bis vorlaufen und sogar ganz vorne hin und kann hier eben auch zugreifen und kann hier in, kann ich hier rein? Enter Upper Turret. Ja, geht sogar. Wir haben also noch einen zweiten Turm. Dann kann ich mal kurz zeigen. Fährt sich dann hier so hoch. Und dann sitzen wir hier in Geschützturm. Und zwar im oberen. So, ich kann jetzt hier nichts machen, ne? Schießen geht auch nicht. Aber ich kann es mal von außen zeigen. Das ist hier ganz vorne. Das heißt, wir haben also hier zwei Geschütztürme, die gleichzeitig benutzt werden können. Einmal vorne und einmal, also vorne oben. Und einmal, na komm, Kamera. Nee, will nicht. Einmal hier unten halt. Warte mal. Ah, vielleicht geht's so. Nee. Aber ihr habt's ja vorhin. Doch, da unten, ne? Da unten seht ihr's. Wenn er nicht so näher schwubbelt. Da, ne? Da unten rechts. Das heißt, wenn ich NPCs habe. Ah, jetzt kann ich's besser drehen. Wenn ich also NPCs an Bord habe, was ich machen sollte, oder eben auch andere Spieler, wenn die wollen, dann können die. Warte mal, kann ich hier Exit? Power on. Ah, geht aber nicht, ne? Nee, machen wir hier Exit. Dann können die halt das Schiff noch zusätzlich verteidigen. Das heißt, das Schiff ist auch sehr, sehr gut zum Verteidigen. Meine Musik ist übrigens aus. Warte mal, die mache ich direkt wieder an. So. Das ist halt sehr, sehr cool. Der Pilot selber kann natürlich auch schießen. Raketen hat das Schiff aber, glaube ich, nicht. Aber nagel mich jetzt nicht drauf fest. So, und auch hier kann ich jetzt vorne halt aufmachen. Open. Und kann diverses steuern. Ziemlich geil. So. Dann gehen wir hier wieder zurück, weil sonst gibt es hier nichts. Achso, ich kann übrigens auch hier, ne? Ich kann hier auch aufmachen. Die Seite da, genau. Oder eben auch die Seite hier. Geht alles auf, kein Problem. So, dann gehen wir wieder zurück. So. Und dann sind wir wieder hier in dem, Zwischenraum für die Luftschleuse da oben. Und dann bleibt uns nur noch die Brücke. Auf der waren wir schon, aber die hat noch ein kleines Feature. Das zeige ich euch gleich. Ist sogar gar nicht so dunkel, ne? Also Brücke haben wir hier diese Sitze, Pilotensitz und den Co-Pilotensitz natürlich. Und ein recht offenes Dach. Also wir haben sehr, sehr viel Licht drin. Wir können gut rausgucken. Das ist echt sehr, sehr angenehm. So, dann haben wir, hier ist ein bisschen dunkel jetzt, nochmal zwei weitere Sitze. Einmal, was ist das hier? Irgendein Extrasitz für einen Support oder sowas, die dann die Schilde steuern können. Keine Ahnung. Auch hier können wir NPCs draufsetzen, die uns dann helfen können. So, also eine ganz spartanische, einfache Brücke. Und eine Leiter. So, die benutze ich mal. Und ich habe ja gesagt, dass dieses Teil ist nochmal ein eigenes Schiff. Und siehe da. Na, Kamera. Wir haben hier nochmal irgendein kleinen, also irgendein Rohr, ja. Und wir haben eine Dusche und ein Waschbecken mit Spiegel, der ein bisschen dreckig ist. Und wir haben eine Kochstelle und nochmal ein Waschbecken. Und wir haben nochmal 2, 3, 4 Betten. Wobei ich, wie gesagt, nicht genau weiß, ob das obere auch ein Bett ist. Müsste eigentlich auch ein Bett sein. Aber egal, wir haben insgesamt halt auch nochmal Betten hier in diesem einzelnen Abteil. Können es also sogar mit diesem extra Abteil auslocken. Hier haben wir noch ein Tischchen, einen Fernseher. Und hier ist nochmal ein, wahrscheinlich für einen Traktorstrahl. Wir haben nämlich auch links einen Traktorstrahl, wo wir dann quasi hier so einladen können ins Schiff oder eben ausladen. So. Ja, und hier ist nochmal ein weiterer Ausgang. Der geht, glaube ich, jetzt nicht. Ja, der geht nicht. Wo wir eben dieses einzelne Abteil nochmal verlassen können. Also im Prinzip ist das ein absolut grandioses Schiff, wenn man mal ehrlich ist. Also das ist wirklich ziemlich awesome.
Selbst wenn du irgendwie beschossen wirst, hast einen fetten Schaden, Schiff ist fast kaputt, kein Problem. Du koppelst den Part ab und fliegst weg. Müsste auch wegjumpen können. Aber wie gesagt, auch da mich bitte nicht drauf festnageln. Ich steige es nochmal ein und zeige das Schiff nochmal ein bisschen von außen. Wenn ich darf. Ja. So. F4. Achso, jetzt. So, und das ist halt das Schiff. Das ist halt einfach nur, wie ich finde, wunderbar. Vor allem, weil es eben nicht ganz so symmetrisch ist wie andere Schiffe, sondern eben so ein bisschen unsymmetrisch. Heißt es unsymmetrisch? Na, egal. So. Einfach nur cool. Ja, wie gesagt, das ist mein persönliches, absolutes Lieblingsschiff im Spiel. Ist sogar flugfähig. Also man kann es sogar schon kaufen und benutzen, wenn man das möchte. Oder man erspielt es sich dann später. Hier oben sind noch irgendwelche Schäden drauf gewesen. Gerade sind sie weg. Ja. Hier, selbst wenn ich hier reingucke. Diese Triebwerke. Selbst die sehen gut aus. Es sieht einfach alles gut aus in dem Spiel. Außer ein paar Asteroiden. Na, die sind noch ein bisschen matschig, aber die sind auch nur reingestellt erstmal. Die Detailarbeit kommt immer erst zum Schluss. Ihr kennt das ja. So. Ja, das soll es gewesen sein mit dem Let's Show zu dem Schiff. Einzelheiten, bitte entnehmt das immer der Homepage, weil ich kann euch hier sonst was erzählen. Wenn sie es ändern, dann ändern sie es wieder. Also es gibt jetzt schon irgendwelche Größen für die Frachtkapazität und das Gewicht und was für Waffen und pipapo. Aber ich kann es euch jetzt runterbeten, dann ist es nach 5 Monaten wieder anders. Bringt uns nichts. Einfach mal auf der Homepage, wenn ihr es genau wissen wollt, nachgucken, wenn es euch interessiert. Da steht alles drin und wird auch aktualisiert entsprechend. Ne? Das Einzige, was ich euch zeigen kann, ist die Optik, die sich jetzt vermutlich nicht mehr ändern wird. Sie haben das Schiff ja fast verdoppelt von der Länge. Es war ja erst nur 70 groß, also 70 Meter lang. Und sie haben nochmal einiges draufgelegt. Ich denke, das wird auch so bleiben. Vielleicht polischen sie nochmal hier und da ein bisschen was und verändern vielleicht nochmal so ein paar Kleinigkeiten hier innen drin. Aber ansonsten wird es wahrscheinlich so bleiben. So. Ja, was sagt ihr denn zur Caterpillar? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde es halt wirklich ein awesome geiles Schiff. Und gerade für Leute, die gerne später dann Frachtaufgaben oder Transportaufgaben und ähnliches machen wollen, ist es eigentlich annähernd das perfekte Schiff. Neben kleineren Varianten wie einer Freelancer zum Beispiel. Ne? Also es ist schon die gehobene Klasse. Na, von der Größe her. So. Gut, ja, wie gesagt, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Dann gehen wir wirklich in die Stadt, versprochen. Also, bis dann und tschüss.